Meine Herrschaften, willkommen zurück bei meinem Let's Play Imperialism. Das letzte Mal haben wir es geschafft, Ordune, ihre Provinz Dunlap, zu entreißen. Ich schaue mir das jetzt gerade an. Es wäre sehr schön, wenn wir hier irgendwo Eisen kriegen könnten. Drüben haben wir extrem schöne Eisenregion. Dann die. Wie schon gesagt, das letzte Mal. Ich habe noch einige Dinge ausgebildet. Was wir auf jeden Fall brauchen in nächster Zeit ist, wir brauchen mehr Waffen, um unsere Truppen auszurüsten. Wir haben hier nur 3 Artillerie und hier haben wir noch 2 und da haben wir, achso, gar keinen derzeit, weiß ich nicht, wie viel das da sind. Da sind auch noch 3 Artillerie, aber nur eine leichte. Das ist alles ein wenig unbefriedigend. Wir brauchen mehr leichte Artillerien, weil wenn wir die Hauptstadt angreifen wollen, brauchen wir möglichst viel Artillerie, um möglichst viel von seiner Artillerie zu vernichten oder auszuschalten. Na gut, auf jeden Fall machen wir jetzt mal weiter. Hey, Haxako bietet Stahl an, das ist gut. Huschen 11. Ah, vielleicht sollten wir nicht nur von Huschen kaufen. Huschen sind unsere ist unsere Provinz eigentlich schon. Nehmen wir dann nur 4. Von Kessel auch, von Zinlo auch. Das war ein Fehler. Ich habe gehofft, dass noch jemand anderer auch. Naja, das ist ein Pech. So, wir haben. Oh, wir haben schon wieder ein Schiff verloren, aber 2 von seinen haben wir auch versenkt. Na gut, soll sein. Oh, und da sind die restlichen Schiffe gegangen. Tja, ich glaube, wir haben jetzt keine Flotte mehr. Das ist gar nicht gut. Okay, wir brauchen also auch eine Flotte. Nicht nur Schiffe, nicht nur Armeen, sondern wir brauchen auch Flotten. Das ist aber doch ärgerlich. Ohne Flotte geht gar nichts. Na gut. Die machen mal nichts weiter. Wir sind zwar wirtschaftlich extrem gut drauf, aber... Das Problem ist, flottenmäßig haben wir echt ein Problem. Da sind diese 2 Flotten, da können sie jederzeit was anlanden. Und ich kann eigentlich nichts dagegen tun. Na gut. So, du gehst mal daher. Da werden wir aufrüsten, die leichte Artillerie vor allem einmal. Da haben wir gesagt, das ist das Wichtigste, die ist so ziemlich das Stärkste überhaupt, diese Einheit. Ja, nachdem wir von Haxako Stahl kaufen können, vielleicht sollten wir anfangen, sogar wirklich noch mehr als 4 Dings zu kaufen. Echt schwer zum sagen. Oder 28 und 14 mal. Wir haben noch eine Knarre. Die bringt uns genau gar nichts, weil wir brauchen da überall 4 oder 2. Wir brauchen definitiv mehr Waffen. Wir müssen das ausbauen. Und hoffen,
dass Haxako uns noch sehr, sehr viel von dem Zeug verkauft. Okay, da haben wir jetzt zu wenig. Schlecht. Okay, Stahl ist auch aus. Naja, kann nichts machen. Ah, und wir brauchen Schiffe. Wir brauchen mehr Stahl. Wir brauchen alles mehr. Wir brauchen alles mehr. Wir brauchen vor allem mehr Eisen. Ich weiß echt nicht, was ich tun soll. Eisen kriegen wir echt keines mehr. Ja, zumindest verkauft uns Haxako ab und zu Stahl. Gut. Mit etwas Glück produziert irgendeines von meinen Gebieten Stahl. Das wäre mal was Tolles. Und nicht einfach nur Sesseln oder Holz oder Stoffe. Stahl, das wär's. Ja. Ärgerlich. Na gut, da hätten wir das Ding gebaut. Wo brauchen wir noch was hin? Da oben habe ich mal gedacht, wenn wir noch irgendwo da, wenn wir noch ein Depot hinbauen. So, die zwei sind noch da. Schauen wir mal, ob mehr dazu gekommen sind. Ich hoffe nicht. Nö, keine dazu gekommen. Niemand versucht unser Gebiet irgendwie zu erobern, nur dieses Gebiet hier. Das wäre schön, wenn sie mal fest angreifen würden. Was wir natürlich auch riskieren könnten, wäre, dass wir dann noch die Artillerie rüberschicken. Die leichte Artillerie von hier. Und die leichte Artillerie von hier. Oh, da haben wir keine leichte Artillerie mehr. Das ist tragisch. Naja, kann man nichts machen. Wir haben nur drei leichte, nur vier leichte Artillerien. Mist. Am Anfang des Spiels habe ich die schweren Artillerien gebaut, die sind echt unbrauchbar. Mit denen kann man nichts umbringen eigentlich. Na gut, soll sein. Ja. Ihr seid schon alle hochgerüstet. Und ich habe schon aufgerüstet diese Runde. Na gut, soll sein. Bleibt auch stehen. Da könnt ihr nämlich heilen dann in der Zwischenzeit, während wir darauf warten, dass wir überfallen werden von diesen Wahnsinnigen hier. Das ist gar nicht so schlimm. Also wenn sie anlanden bei mir, dann kriegt man das normalerweise ja mit. Also wenn der Computer weiter so dämlich ist, dass er immer nur Einzelne anlandet, das wäre natürlich super. Ich meine, Domi zu verlieren wäre echt schlecht. Nein, wäre es eigentlich gar nicht so schlimm. Weil diese könnten noch immer über Lock City heimgebracht werden, die Sachen. Da wäre Pacheco schon schlimmer, oder? Ich glaube schon. Wir sollten vielleicht den Lopez auch noch ein Depot machen. Dann können wir nämlich über Lopez auch heimbringen, Sachen. Das heißt, falls wir irgendein Gebiet verlieren, dass wir dann noch über irgendwas anderes auch zurücktransportieren können. Na gut, machen wir weiter. Ja, was soll ich tun? Ich habe keine Schiffe. Depp. Haxako bietet uns das an. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh. Au, das tut ja fast schon weh. Und Kenny greift Manx an, da kann ich jetzt auch nichts dagegen tun.
Aber immerhin ist mein Handel bezüglich des Stahls nicht verloren. Ach, die 11 Koppen tun mir weh. Die 4 Koppen da auch. Die 11 Kloven sind wurscht. Geld habe ich eh mehr als genug. Oh, wir machen eine Wahl. Deneb gegen Haxako. Haxako könnte mir ruhig helfen ein wenig gegen Deneb. Ach ja, was ist mit dir los? Ach, warte mal. Oh, verstehe. Mist. Um es mit den Worten von Bernd dem Brot zu sagen. Ah, ich will diese Gebiete. Kartei nicht, nein, Kartei ist im Krieg mit mir. Vielleicht sollten wir dann aber dort angreifen. Nein, wie soll man das machen? Wir haben keine Schiffe mehr. Ha. Idiot. Wir könnten allerdings dann nach unten angreifen und einfach da durchgehen. Zwei Felder mit Dings mit. Sind zwei Felder mit Eisen. Die können beide Ortun. Damit würden wir Ortun weiter schaden. Vielleicht können wir mit irgendjemandem Frieden schließen. Deneb zum Beispiel. Komm schon, Deneb. Wie wär's mit Frieden? Ich tu dir nichts, du tust mir nichts. Was sagst du? Ich fürchte, das werden sie nicht machen. Es bringt uns überhaupt nichts, dass wir Krieg miteinander haben. Das bringt nur, dass Haxako gewinnen wird. Und das wollen wir ja beide nicht, oder? Schwammerl. Wurde unten auch noch Knallt gekauft, den wir aufpeppen können? Nö. Dann gehst du zurück nach Hause und peppst zu Hause im Wald wieder ein bisschen mehr auf. Zum Beispiel mal. Und du kümmerst dich um diese Baumwollfelder. Das. Okay, nur noch ein Schippernackel da. Das gefällt mir nicht. Das heißt, das nächste ist irgendwo anders wahrscheinlich. Nö, da nochmal keins. Die Armee werden wir voll ausrüsten mal. Das ist gut. Ja, natürlich ist da nichts zu machen. Ja, immerhin haben wir.
Stahl bekommen. Wir werden noch einmal Waffen mehr produzieren. Das gesamte Stahl, das wir kriegen, wird in Waffen umgewandelt. Ich habe im Hintergrund auch wieder die Musik aufgedreht. Also unsere Wirtschaft würde ja brummen. Das Problem ist, wir bauen zu wenig, wir haben zu wenig Truppen einfach. Wir werden ab jetzt nicht mehr die Truppen aufrüsten, sondern wir werden nur noch Artillerie kaufen. Jede Runde eine. Die schicken wir dann darüber. Und mit etwas Glück können wir die Hauptstadt von Ortuna erobern. So, na gut, machen wir weiter. Ich kann Ortuna echt nicht ausstehen mehr. Okay. Willkommen zurück. Also eigentlich nicht willkommen zurück, sondern das Spiel ist abgebrochen und hat mich hier zurückgelassen. Ich bin jetzt vom Autosave wieder mehr oder weniger dorthin zurückgegangen, wo das Spiel abgestürzt ist. Letztens, ich hoffe, es tut es diesmal nicht. Ich bin nur drauf gekommen, wenn ich bei Ordun Dunham einnehme. Da steht noch ein Hafen. An dem Hafen hängt alles andere. Das heißt, wenn ich Dunham einnehme, dann hat er eigentlich nur noch Kontakt zu seiner eigentlichen Hauptregion. Das müsste seine Wirtschaft ziemlich lahmlegen. Da kann er dann genau nichts mehr hin transportieren. Pfeif auf die Schiffe. Wir zerstören ihm alles andere auch. Na gut, versuchen wir das mal. Ja, ich weiß. 10! Wow, kaufen wir. Kaufen wir. So. Nein, ich möchte das selber aufstellen. Das ist gar nicht so gut bewacht. Sehr gut. Mittlerweile haben wir ja ein relativ starkes Ding, gut zwei Artillerien, die schießen können. Okay, abgeschossen ist er. Huch, das war doof. Nicht. Ja, wir schießen weiter auch. So.
armes Pferd. Oder? So. Könnten wir das so machen. So. Und jemand greift uns an. Schauen wir mal. Sehr gut, sehr gut. Gezeichnet quasi. Damit haben wir eigentlich schon fast alles zerstört, was zerstörbar ist. Und wieder zwei Artillerien von ihm zerstört. Den Rest aber selber machen. Der Computer. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Wir haben vier Artillerien jetzt zerstört und seine Möglichkeit zerstört, Sachen nach Hause zu transportieren. Also ich hoffe, er kann das nicht in irgendeiner Weise umgehen, weil er der Computer ist und cheatet. Schauen wir mal. Und wir haben nicht einmal viel Schaden genommen. Gerade mal unsere Scouts, die wir als Kugelfang verwendet haben. Und 10 Stahl haben wir auch gekriegt. Boah, das ist wichtig gewesen. Kann man vielleicht sogar. Den hat man keinen Frieden. Schade eigentlich. Ja, da bleiben wir mal stehen. Da bleiben wir mal stehen. Brauchst mir hier einen Bahnhof. Bleibst stehen. Sehr gut. Jetzt noch das Gebiet da unten erobern, dann könnten wir die ganzen, da könnten wir das Eisen heim transportieren. Ist das schön. Gold auch. Nicht, dass wir Gold brauchen würden, weil Geld haben wir eh mehr als genug. So, wo ist denn das? Achso, das ist zu Hause bei uns. Nein, bevor wir das machen.
Bevor wir das machen, bauen wir das dann noch weiter aus, weil Holz haben wir mehr als genug. Ah, Stahl haben wir jetzt wieder keins. Ach, weh. Ach, jemine. Okay, jetzt haben wir zu viele Arbeitskräfte. Definitiv. Tum, tum. Gott sei Dank haben wir schon so viel zusätzliche Nahrung nach Hause gebracht, dass man Haufen Konserven herstellen können mit den zu vielen Arbeitskräften. Wahnsinn. So, dann werden wir aber nur einen neu ausbilden hier. Arbeitskräfte brauchen wir ja, wie schon gesagt, nicht unbedingt so viele mehr. Könnten das mal lassen und da wieder was kaufen. Nicht, weil es so super toll wäre und weil wir es unbedingt brauchen, aber erstens, wir vergrößern das dort hinten. Da müssen wir dann wahrscheinlich auch mehr transportieren. Nachdem wir jetzt auch keine Transportkapazitäten aufbauen konnten, ist das vielleicht gar nicht einmal so dumm. Vielleicht will Orduna jetzt mit uns Frieden schließen. Eigentlich gar keine blöde Idee. Das mal zu fragen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die Hauptstadt einnehmen kann von ihnen. Apropos Hauptstadt einnehmen. Ah, in Port of Lodi stehen einige rum. Das heißt, wir werden euch darüber bringen. Und von euch werden wir wieder jemanden ausbilden, fortbilden. Euch zum Beispiel. Ah, da könnten wir auch Leute ausbilden eigentlich. Das hätte man vielleicht machen sollen. Aber das machen wir dann das nächste Mal, wenn es geht. Außerdem, ah, warte mal. Du gehst daher. Dann haben wir jetzt schon vier Artillerien hier. Ah, da ist auch ein Hafen. Aber der ist nirgends angebunden und dieser hier auch nicht. Das heißt, in gewisser Weise sind sie doch noch ein wenig verbunden mit der Außenwelt. Aber dann, die wollte ich so oder so erobern. Na gut. Ich würde fast sagen, ich höre jetzt auf für heute. Die zwei Videos hänge ich einfach zusammen. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Ciao, ciao.